So, nachdem wir eine Bockstellung erlernt haben, frontale Stellung oder Kampfstellung. Die ersten Schritte müssen wir erlernen, die Bewegung. Wie bewegt sich denn ein Boxer? Na, wie bewegt sich er nach vorne? Wie bewegt sich rückwärts? Seitlich? Na, es ist auch, sag ich mal so, muss man können. Muss man können. Und zwar, wir fangen jetzt an mit der ersten Schritte Bewegung vorwärts. Aus frontaler Stellung in Diagonalgang. Diagonalgang. Aus frontaler Stellung. Ja, wir machen jetzt einen Schritt mit rechts nach vorne und kommen gleichzeitig linke Faust nach vorne. Dann wieder zurück. Vor, zurück. Denk dran, was ich von Anfang an gesagt habe, dass die Ferse wird leicht angehoben. Leicht. Ein Boxerschritt soll nicht zu lang sein, nicht zu groß, weil ihr müsst ja stabil sein, ihr müsst ja schnell sich orientieren, ja, nur kurze Schritte, ein Boxerschritt, wenn ich hier so stehe, das ist die Hälfte von der Fußlänge, ja, hier, das ist schon ein Schritt, und das ist der nächste Schritt, ja, nicht zu groß, weil die viele machen zum Beispiel so ein, nur kurz, minimal, hopp hier, Gewichtsverlagerung geht auf rechte Bein, linke Ferse kurz angehoben, ja, Körper gedreht, fertig und wieder zurück. So, genauso andere Seite. Na, kleiner Schritt nach vorne, die Hälfte von der Fußlänge nach vorne, rechte Faust nach vorne und wieder zurück. Das nennt sich vor, zurück. So kann man auch rückwärts bewegen, na, lernen. Also ihr macht von hier aus vor zwei Schritte nach vorne, zwei Schritte nach hinten. Zwei Schritte nach vorne, zwei Schritte nach hinten. Ne? Hier habt ihr ja wieder die Hälfte Fußlänge, hier ist die Breite, Körper gedreht, Ferse leicht angehoben, aber ihr sitzt immer noch auf der rechten Bein, wenn rechte Faust vorne ist. Und das war's dann. So, zur Seite ist er genauso. Ne? Aus der Frontalstellung, Gewicht bisschen mittig, Knie leicht angebeugt. Ihr macht ja zum Beispiel zwei Schritte nach rechts. Nach rechts fangen wir natürlich mit dem rechten Fuß an. Ja, kleiner Schritt nach rechts, kleiner Schritt mit links nachholen. Hier ist genauso. Ihr müsst immer gleichen Abstand haben, immer gleicher Abstand. Wenn ihr so viel mit rechts, mit dem rechten Bein nach rechts geht, so viel müsst ihr mit linken Bein nach rechts gehen. Ja, dass ihr immer gleich am Ende diesen Abstand habt. So wie von hier, Ausgangsposition, so wie dann beim ausgeführt schon. Ja, immer Abstand, immer gleicher Abstand. Abstand, kleiner Schritt. Kleiner Schritt. Immer, niemals so machen. Ne? Viele machen Aufhänge auch so. Die gehen seitlich und dann ziehen sie dann linke Fuß so an der rechten. Ne? Wie kann man hier stabil stehen? Da kommt ein Schlag, ihr fällt um. Habt ihr keine Stabilität. Ja? Also, deswegen, breit, nach rechts, kleine Schritte, nach links, kleine Schritte. Da habt ihr immer gleicher Abstand. So, das was so kann man auch bewegen, diagonal, na? diagonal nach hinten, diagonal nach hinten, nach vorne, immer gleicher Abstand.